dabei. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Reihe Computerspiele für den Unterricht. Dieses Mal aus unserer Home Edition, weil Corona macht natürlich auch bei uns keinen Halt, sodass wir uns jetzt heute eben nicht im Studio treffen können, um ein tolles neues Spiel zu besprechen, sondern wir das jetzt hier aus dem jeweiligen Arbeits- oder Wohnzimmer tatsächlich tun. Und da freuen wir uns jetzt einfach mal drauf, das mit euch zusammen auszuprobieren. Mein Name ist Lisa König und zusammen wieder mit meinem Kollegen aus dem didaktischen Computerspielzentrum in der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit Jan Böhlmann und Yannick Stechel freuen uns denn jetzt heute das Spiel Leons Identität zu besprechen, was wir tatsächlich ein bisschen schön und lustig finden, weil natürlich unsere Lieblingshilfskraft Leon Lachmann wieder für uns spielen wird. An der Stelle schon mal danke, Leon. Worum geht's in Leons Identität? Das Spiel ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Es ist jetzt gerade aus dem Sommer 2020, sodass wir jetzt wirklich aktuell sind. Wurde produziert von der Bild- und Tonfabrik und dem Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen und behandelt das Thema Radikalisierung und Rechtsextremismus. Wir starten nämlich mit dem Spiel als Jonas, dem kleinen Bruder von Leon, weil Leon ist verschwunden. Die Polizei ist ziemlich ratlos, wo er ist. Seine Eltern sind so, ich würde sagen, mittelsehr aufgeregt und aufgelöst, wo denn ihr volljähriger Sohn sich tatsächlich befindet. Und zusammen mit Jonas können wir jetzt als Spielende in Leons Zimmer uns umsehen, wo ist er hin? Wir können Hinweise suchen, Passwörter knacken und müssen dann tatsächlich auch mit Hilfe eines 3D-Druckers herausfinden, was denn tatsächlich mit ihm passiert ist und wo Leon sich aufhält. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in Leons Zimmer und schauen mal, ob wir es hinbekommen, dass unser Leon seinen Bildschirm dann damit freigibt. Hervorragend! Ich sehe schon, das klappt perfekt. Wir sehen hier jetzt auch direkt dann jetzt den Schreibtisch von Leon und ich würde sagen, wir starten einfach einmal das Spiel und schauen uns mal an, wie es aussieht. Darum auch direkt an euch beide jetzt als erstes die Frage, weil war für euch mal wieder dieses sehr explorative Game? Was war so euer Ersteindruck? Also ich war erstmal überrascht, dass das Ganze so hübsch ist. Also mal so ein Spiel aus dem Ministerium, da erwartet man nicht unbedingt, dass das irgendwie auf dem aktuellen Stand der optischen Darstellungsweisen ist. Und das, finde ich, ist ein extrem hübsches Ding. Also es ist natürlich nur ein Raum, der da programmiert werden musste und dieser Treppenaufgang, aber es ist einfach schon, finde ich, doch es erinnert ein bisschen an Life is Strange oder sowas. Also jetzt nicht im ganz Großen und Ganzen, aber so von der Art und Weise, wie die Welt dargestellt ist. Ja, mir ging das genauso wie Jan auf jeden Fall. Also man sieht am Anfang, wir haben es gerade eben gesehen, der Ministerpräsident präsentiert ein Spiel und man denkt, oje, was kann da kommen? Aber es sieht tatsächlich sehr gut aus. Es ist eben halt nur ein Raum, aber dafür sieht es wirklich gut aus. Und mein Eindruck war, Lisa, jetzt um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ich habe ja ein Problem, ich glaube, wenn man die anderen Videos sieht, dann sieht man das immer, ich habe immer ein bisschen Probleme mit so explorativen Spielen, ich bin nicht so der Puzzler und der Entdecker, das bin ich gar nicht, aber diesem Spiel hat mir das sehr gut gefallen, weil ich insgesamt auch den Schwierigkeitsgrad, den dieses Spiel anspricht und das, was man irgendwie machen kann, sehr positiv bewerte und genau irgendwie mein Niveau getroffen hat, auf jeden Fall. Also gerade, dass auch die Suche dann nicht zu kompliziert oder zu komplex war aus eurer Wahrnehmung raus. Genau, richtig. Denn es gibt, wir werden das wahrscheinlich gleich auch sehen, das ein oder andere kleine Puzzle, das eben halt zu lösen ist. Ein paar Hinweise, die kombiniert werden müssen. Und das ist vom Schwierigkeitsgrad jetzt nicht super duper einfach, aber auch nicht so schwer, dass man es nicht hinkriegen kann. Sondern man kann das sehr gut alleine lösen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt einfach. Die einzige Schwierigkeit, die ich sozusagen hatte, war, sich rechtzeitig zu ducken. Weil ich das eben bei mir auf dem Tablet eben mitgespielt habe und man hat einmal ein Rätsel, wo man sozusagen unters Bett gucken muss und um da den richtigen Winkel zu finden, sich klein zu machen und dann eben die entsprechende Kiste zu entdecken. Das war wirklich das Einzigste, wo ich so ein bisschen dran hing. Aber ansonsten war das wirklich gut zu machen. Jan, entschuldige. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, es ist so ein bisschen wie Normal Lost Phone in einfach, muss man sagen. Ja. Also man entdeckt viel, man geht wieder mal in die Privatsphäre einer Person, wenngleich ich hier finde, dass es viel besser narrativ eingebettet ist, warum da jemand in die Privatsphäre eindringt. Und was wir jetzt hier sehen, sind gerade diese Rückblenden. Das heißt, wir haben immer wieder auch kleinere Momente, in denen sich der kleine Bruder erinnert, weil sie waren gemeinsam in einer Clique. Das heißt, es bestehen da gemeinsame Erinnerungen. Das ist nicht immer ganz kohärent, warum denn da jetzt, also welche Erinnerungen denn da plötzlich da sind. Aber das war ansonsten, fand ich schon narrativ ganz ordentlich eingebettet. Und was
man dann auch sagen muss, ist, man kommt schon ans Ende, ohne dass man sich alles angeguckt hat. Dann wird es aber schwierig, den Bruder wieder zurückzuholen. Denn das sieht man jetzt noch gar nicht bei all dem, was Leon sich anguckt. Es gibt Gründe, warum der Bruder verschwunden ist. Genau, und das war eine der Hauptfragen, die ich mir gestellt habe. Weil wenn man sich dann in dem Zimmer umguckt, mir sind da sofort so ein paar Dinge sehr plakativ ins Gesicht gesprungen, woran das sozusagen liegen könnte, dass er nicht da ist oder was da eventuell an, ich würde mal sagen, mentalen Gedankengut da vielleicht in diesem Zimmer sich befindet. Wie ging euch das? Ich glaube, wenn sich Leon jetzt einmal nach rechts dreht, bekommt man da schon mal einen ganz super Eindruck. Genau, wunderbar, direkt überm Bett. Genau, wie ging es euch da damit? Mir war das am Anfang, als ich das erste Mal in diesem Zimmer stand, dachte ich zuerst, oh Mann, jetzt kommt die Holzhammer-Methode. Ja, stimmt ja auch. Ich finde das jetzt gar nicht so negativ, wie das jetzt dargestellt wird von dir, Lisa, weil ich glaube, dass das vielleicht ganz interessant ist, sich mit diesen ganzen Symboliken, die jetzt hier besprochen werden, auseinanderzusetzen. Und für uns ist es vielleicht klar, die wir uns damit auch häufiger beschäftigen. Aber jetzt vielleicht, wenn ich jetzt auch an die Schule denke und an den Schüler, da sind vielleicht nicht alle Symbole so klar, wie sie uns klar sind. Und dann finde ich es sehr schön. Ja, das stimmt schon. Also wir haben halt ganz viel rechte Symbolik, weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht aufgeklärt. Das könnte man wohl mal machen. Leon ist in die Fänge einer rechten Gruppe geraten. Was heißt in die Fänge? Er hat sich ihr angeschlossen aus freiem Willen, aber es geht genau darum, eben zu schauen, wie konnte das passieren? Warum ist der Junge nach rechts abgedriftet? Warum ist plötzlich der große Austausch ein Thema? Und das ist schon ein Punkt. Oh, wir können Musik hören. Ganz kurz. Richtig. Wenn wir einmal kurz rein. Oh. Wenn du die Sängerin machst, du gleich kaputt. 3, 4. Also er hatte ein Leben außerhalb der rechten Szene und ist dann aber innerhalb von kürzester Zeit hat er sich dann radikalisiert und ist dann da rein geraten. Was ich dann aber besonders schön fand, war eben, dass man gerade durch diese ganzen Erinnerungsfragmente eben nicht nur Leon kennengelernt hat, sondern eben wirklich Leons Leben außerhalb eben dieses Zimmers. Vermittelt durch Jonas fand ich eine wahnsinnig schöne Erzählperspektive, weil dann eben dieser Freundeskreis, in dem er davor sich viel bewegt hat, eben auch noch mit skizziert wird. Also gerade wenn wir da auch wieder an Figurenkonstellationen oder Figuren verstehen, eben in dem Moment denken, ist da auf jeden Fall auch viel mit drin, was man zum Beispiel mit rausziehen könnte, gerade für den Unterricht. Weil das, was man einfach am Anfang sieht, das ist eigentlich ja ein junger Mann, der total stabil in seinem Umfeld ist, der eben einen Freundeskreis hat, der eine Clique hat, der eine Band hat, der auch gar nicht so unerfolgreich in der Schule ist und eigentlich auch weiß, was er danach machen möchte. Und wie das dann tatsächlich passiert, dass er eben sozusagen abdriftet. Wie fandet ihr gerade diese, wir sehen jetzt gerade auch diese Zeitschriften, wie fandet ihr diese Hinweise eingebettet? Mir hat das wirklich sehr gut gefallen, denn mir ist dann irgendwann aufgefallen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist auf irgendeinem Poster, da wird dann die Bewegung angesprochen, der sich dann unser Leon dann irgendwie angeschlossen hat. Und da geht es um die atavistische Aktion. Und dann gibt es eine Webseite atavistische-aktion.de. Und da habe ich als Spieler natürlich gedacht, da gehe ich sofort drauf und gucke mal, was die da machen. Und man hat sich die Webseite tatsächlich registriert. Also es ist nicht einfach nur so ein Dummy, sondern man findet auf dieser Webseite dann Informationen rund um die ganzen Symboliken, die dort angesprochen werden und kann sich dann so ein bisschen durchklicken durch die einzelnen Elemente. Also hier wieder eine sehr schöne Verzahnung zwischen dem, was ich im Spiel sehe und dem, was ich dann danach im Unterricht oder als Spieler einfach danach tun kann als Folgeaktivität. Ja, das fand ich aber. Also es ist ansonsten aber schon, finde ich, ziemlich auf die 12. Also es ist halt, also sagen wir, subtil ist das Ganze nicht. Was auch ein Stück weit okay ist, weil es soll ja auch schnell Anknüpfungspunkte geben. Zugleich wird man da halt mit viel konfrontiert und ich habe mich gefragt, ob man das nicht auch ein kleines Stück weit subtiler hätte aufgreifen können. Weil so ist halt einfach, also was mich stört ist, ich glaube, so viel davon auch spoilern, der Plot ist, dass Leon verliebt war in ein Mädchen aus der Clique, die dann sich aber in einen anderen Jungen aus der Clique verliebt. Und daraufhin ist er so verzweifelt und ist so fertig mit der Welt, dass er sich dann in die Fänge der Nazis wirft. Und das ist halt so ein bisschen,
Ja, das fand ich jetzt ein bisschen sehr kurz gesprungen, muss man sagen. Also da auch gerade diese Handlungsmotivation dahinter fand ich auch so ein kleines bisschen schade, weil ich glaube, da hätte man noch mehr rausholen können. Auf der anderen Seite hat man dadurch natürlich die Möglichkeit, dass es sehr schnell erzählt ist. Also ich habe, glaube ich, für die komplette Spielzeit eine Dreiviertelstunde gebraucht. Was natürlich gerade, wenn man sich überlegt, dass man es konkret in den Unterricht einbettet und sagt, okay, wir spielen das auch direkt im Unterricht, sich ganz hervorragend eignet. Weil es eben sehr schnell erzählt ist, sehr eindeutig ist. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ich aber eins der großartigsten Elemente an dem ganzen Spiel finde, nämlich die Recherchemöglichkeiten, die eben mit auf der Website eingebettet sind. Weil zu jedem dieser Hinweise, die wir eben in diesem Zimmer haben, finden wir Alternativen und finden Handlungsoptionen auf der Website in der Realität. Also was entspricht sozusagen was? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das gerade für alles, was mit Gemeinschaftskunde zum Beispiel zu tun hat, ganz hervorragend funktioniert. Ja, geht mir genauso. Ja. Also da bin ich auch. Hast du die App genutzt beim Spielen? Bitte? Entschuldigung, also auch, genau, also ob ihr die auch genutzt habt beim Spielen. Also ob ihr euch dann hinterher oder währenddessen auch die jeweiligen Pondors angeschaut habt. Ich habe hinterher mal reingeguckt. Mhm. Während des Spiels nicht. Während des Spiels habe ich einfach mal lustig untersucht und habe dann aber am Ende festgestellt, dass ich das komplette Regal und den Kleiderschrank übersehen hatte. Was dann etwas sich schwierig rausstellte, weil ich habe es nicht geschafft, Leon aus den Fängen dieser Gruppe zu befreien. Okay. Also ich habe es umgekehrt gemacht und habe während ich gespielt habe, immer wieder auch auf diese Webseite, die ich erwähnt hatte, rübergeklickt und habe irgendwie wieder rausgetappt und habe immer parallel so ein bisschen geschaut, ja. Apropos Ende, du hast jetzt gerade gesagt, Jan, du hast es nicht hingekriegt, ihn zurückzuholen. Ja, genau. Das ist, also es läuft, also der, auch da wieder kurz, heute bin ich der Spoiler-Onkel. Richtig, ja. Es ist so, dass er hat sein Telefon gewechselt, da sieht man jetzt auch gerade die Rechnung dafür. Also er hat ein neues Telefon, er ist nicht mehr erreichbar und man erfährt dann aber seine neue Handynummer, wenn man den Computer hackt. Und dann ruft man ihn an, um ihn dazu zu bringen, dass er zurückkommt nach Hause. Und wenn man sich gut und klug anstellt, dann schafft man das auch. Und wenn man sich ein bisschen dusselig anstellt oder nicht genug betrachtet hat im Zimmer und nicht genug Hinweise hat, um ihn dann auch wirklich überzeugen zu können, dann bleibt er halt in den Fängen dieser Nazi-Gruppe. Ich sage immer in den Fängen. Es ist ja eigentlich, das klingt jetzt, als hätten die ihn entführt, sondern es ist einfach, sie machen wohl ein Identitätsangebot, was ihm in dieser Lebensphase besser gefällt, als das, was sein sonstiges Leben hat. Aber auf jeden Fall kriegen wir ihn dann nicht zurück. Was war dein Ende, Janek? Mir ist es tatsächlich gelungen, beim ersten Mal ihn da quasi zu überzeugen, wieder zurückzukehren. Es ist dann so, das Spiel endet dann quasi damit, dass sich Leon wieder trifft mit seiner alten Clique und quasi wieder alles sehr gut ist. Und das hängt so ein bisschen davon ab, eben halt, welche Dialogoptionen man wählt. Es gibt in der Regel, wenn man dann telefoniert, so 3-4 Stück, je nachdem. Und hier gilt es eben halt, die richtigen zu wählen. Und im Grunde gipfelt das ganze Computerspiel in diesem Telefonat, das aber relativ lang ist. Also das war mein Eindruck. Das ist nicht so ganz schnell erzählt, sondern das dauert dann schon, ich weiß es gar nicht, so 10 Minuten, glaube ich, fast, wenn man da sich so komplett durchklickt. Also das ist schon, da muss man dann auch schon viel zuhören irgendwann. Es sei denn, man stellt sich dumm an, dann ist das relativ schnell zu Ende. Das ist so lustig, dass du jetzt gerade sagst, du hast 10 Minuten mit ihm telefoniert. Also das ist von dieser Dreiviertelstunde Spielzeit, die ich hatte, habe ich 20 Minuten mit ihm telefoniert, also fast die Hälfte davon. Und habe mich dadurch verschiedenste Dinge durchprobiert. Und bei mir hat es damit geendet, dass er nach Hause kommt, sich am Anfang aber noch nicht öffnen kann und dann mit Jonas, also dem kleinen Bruder, zusammen 3 Stunden Xbox, PlayStation, ja, also irgendwas zockt. Das war auch mein Ende. Genau, und erst dann sozusagen hinbekommen, wenn man mit der Clique noch keinen Kontakt hat. Also auch da wieder noch Unterschiede dazwischen. Und das war so ein Ende, wo ich dachte, oh Mann, das fand ich irgendwie schade und so ein ganz kleines bisschen ärgerlich, weil das in dem Moment bei meinem Ende super schnell funktioniert hat von, ich bin jetzt gerade mit dieser nationalsozialistischen Gruppe unterwegs, hin zu, ich spiele mit meinem kleinen Bruder 3 Stunden ein Spiel und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also das ist sehr schwarz-weiß, ein ganz kleines, ne, bisschen schade. Ja,
weil ich dann dachte, okay, das ist was, was man im Unterricht auf jeden Fall aufgreifen müsste, weil eben Deradikalisierung, das wissen wir ja alle, funktioniert eben nicht innerhalb von einer Zockeinheit. Es wäre so schön, wenn es gehen würde. Ach Leon, mal so als Tipp, wenn du unter das Bett schaust, du spielst ja gerade am PC, mit der STRG-Taste kannst du dich bücken. Und dann genau, das war mein Punkt. Genau, also wenn du unter das Bett schaust, da findest du einen Hinweis für das Passwort. Genau. Da ist die Kiste, genau, das ist die Kiste, die du brauchst. Da musst du einmal ran und dann mit STRG kannst du dich bücken und dann kannst du entsprechend diese Kiste rausziehen. Und dann gibt es ein ganz wunderbares Foto, auf dem dann sozusagen der Hinweis versteckt ist. Aber ich würde sagen, kommen wir an der Stelle noch zum Unterricht. Was denkt ihr, wo kann man es einsetzen, welche Klassenstufe? Ja, also auf jeden Fall natürlich, du hast es gesagt, im GK-Unterricht. Also ich glaube, über Fächer brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Man könnte überlegen, gut, da seid ihr die Experten, ob vielleicht im Deutschunterricht da eine Einbettung möglich wäre im Hinblick auf die Erzählung. Vielleicht auch für Ethik, wenn wir eben halt über Extremismus sprechen. Aber in Bezug auf die Fächer wäre es auf jeden Fall das. Wie ist es mit Deutsch? Ja, es ist halt nicht die coolste Erzählung. Also das geht, man kann das auch als Geschichte machen, man kann Figuren analysieren und sowas. Das ist alles schon irgendwie drin, aber nicht die große Thomas-Mann-Erzählung unserer Zeit. Aber es ist halt, ist okay. Aber ich würde es jetzt im Deutschunterricht nicht unbedingt einsetzen. Geht mir ähnlich. Also auch da wieder, klar, es erzählt eine Geschichte. Und darum, wenn man jetzt sagt, es passt beispielsweise gerade zu einer Ganzschrift, die man liest. Und das dann sozusagen erweiternd als ergänzende Erzählung zu betrachten zum Beispiel. Das wäre was ich mir gut vorstellen könnte. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eher in den sozialwissenschaftlichen Fächern, also alles, was mit Politikwissenschaft und Gemeinschaftskunde zu tun hat, einfach ganz wunderbar aufgehoben an der Stelle. Was würdet ihr sagen von der Altersstufe? Also ich wäre jetzt intuitiv auf das Ende der Sekundarstufe 1 gegangen, vielleicht so ab Klasse 9. Mhm. Ich hätte sogar schon mit Jüngeren, ich hätte schon so 8. Klasse, wenn man eine vierte, siebte Klasse hat, vielleicht sogar schon mit denen. Das muss man dann aber gut einbetten. Also ich glaube, dadurch, dass dieser Handlungsrahmen sehr überschaubar ist und auch die Hinweise relativ klar gesetzt sind, könnte das auch schon in der Altersgruppe funktionieren. Da muss man sich aber seine Klasse nochmal gut anschauen. Also ich denke, dass das auch mit Jüngeren ginge. Denke ich auch. Also es kommt so ein ganz kleines bisschen drauf an, wann sozusagen Extremismus oder Radikalisierung als Thema eben dran ist. Das unterscheidet sich ja auch wieder von Bundesland zu Bundesland. Aber mit einer ganz, ganz fitten Siebten gut eingebettet, aber das macht ihr ja ohnehin mit euren Kindern, passt das ganz gut. Aber ansonsten spätestens 9. Das ist eine ganz gute Variante. Ich würde an der Stelle sagen, hat Leon jetzt gerade tatsächlich die Druckdatei für den Schlüssel gefunden, für eine geheime Kiste, wo wir euch jetzt aber nicht verraten werden, wo diese tatsächlich ist. Weil ich würde sagen, an der Stelle machen wir einmal einen Cut. Leons Identität, wunderbares Spiel, jetzt gerade aus dem Sommer 2020, gerade wenn es um die Vermittlung von Radikalisierungstendenzen und auch Rechtsextremismus gilt, mit einer sehr eindeutigen Hinweislage, was aber sich gerade dann eben in sozialwissenschaftlichen Fächern auch für das schnelle Durchspielen oder für eine schnelle Einheit mal eignet. Okay, dann wünschen wir euch einfach viel Spaß beim Ausprobieren. Und mal gucken, ob es eine nächste Home Edition geben wird oder wann wir dann tatsächlich wieder ins Studio können. Aber euch dann jetzt erstmal noch. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.